Moin Leute, da melde ich mich zurück hier auf Let's Chat mit einer neuen Folge Let's Play The Last of Us Part 2. Weiter geht die Fahrt und die Reise. Na, Kleine, hast du was Wir entdeckt? müssen zur Straße. Wieder die PlayStation 3. Warum immer nur die 3? Mal weil das so Post-2013 spielt und da gab es nun mal die PlayStation 3 und die schien sehr beliebt zu sein. Word. Was sagte sie? Wir müssen auf die Straße, okay. Oh, das ist ja schick hier. Kaffee, ole. Okay, die hat auf jeden Fall irgendwas hier gewonnen oder der. Und ein Trompetenspieler. Abgecheckt. Und ein Bastler. Modellkram-Stingens. Und auch Bummens. Aller Wahrscheinlichkeit zumindest nach. Und hier, Alter. Zwei fucking Monitore, aber so ein crappy PC. Ein Brenner, ein Laufwerk. Okay. Weiter geht's. Nein, noch nicht ganz. Pedan. Yeah. Jetzt aber. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung. Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Oh shit, wir Okay. müssen mitten ins Zentrum rein. Holen wir uns Lea. Das wird noch eine verdammt lange Reise, meine Freunde. Nein, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich. Oh,
Ah, diese verdammten Barbecue-Dinger sind einfach gut. Oder Grills. Was ist das? Ach, da ist ein Swimmingpool drin, nicht wahr? Alles klar? Ja. Fast. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Ach was? Das machen die bestimmt nicht. So, da hinten geht's lang. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. So, da geht's wieder rein in die Schule, aber da müssen wir ja nicht hin, sondern uns eher davon so weit wie möglich entfernen. Hier ist alles zugewuchert. Na, die hat doch ihre Karte in der Hand gehabt. Okay, scheinbar kann ich die Karte nur in Open-World-Abschnitten nehmen und das hier ist dann wohl ein absolut lineares Gebiet, okay. Kann ich da durch? Echt? Nein. So, da geht's lang, aber ich bin mir sicher, hier geht's auch lang. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Könnte ja noch was Nützliches geben hier. Sieht auch irgendwie einladend aus, finde ich zumindest. So, da rechts kann man rein, habe ich schon gesehen. Und keine Sorge, meine Freunde, da gehen wir auch gleich rein. Aber ihr wisst ja, der Loot-Junkie und so muss jetzt erstmal checken, was abgeht hier. So, der Swimmingpool ist da rechts, okay. Und wir sind hier, wo der rote Punkt ist, soweit auch klar. Gut. Oh, das Blatt. Oh. Oh, oh. Okay, erstmal weg hier. So, Leute, ich weiß, auf dem Kanal gucken noch mich, nicht. Ob in diesen Gebäuden noch irgendwas ist. Irgendwas ist dort immer. Ja. Auf diesem auf diesem Kanal gucken noch nicht viele Leute zu. Aber treue Zuschauer wissen, auf meinem Hauptkanal FatJ105, da mache ich seit neuestem Let's Play Randoms. Das sind Spiele, die ich irgendwann mal alleine habe angefangen zu spielen. Und mich dann jetzt, wo ich wieder Bock aufs Let's Playen bekommen habe, einfach beim letzten Speicherpunkt, wo es weitergeht, dann Let's Play-Taste angemacht habe und von da an Let's Play. Und da das halt dann natürlich nicht von Anfang an ist, ist es im Normalfall auch nicht die erste Folge, deswegen Let's Play Random.
Soll heißen, ich habe dann irgendwann halt randommäßig angefangen, die Rekordtaste zu drücken und von da an dann Folgen draus gemacht. Bei manchen Spielen bin ich noch weit am Anfang. Da haben die Zuschauer kaum etwas verpasst. Bei anderen Spielen bin ich schon ein bisschen weiter. Da haben sie vielleicht die Hälfte verpasst oder so. Und jetzt habe ich eigentlich gedacht, hier auf Let's Play, Let's Jay mache ich das nicht. Also auf dem Kanal, auf dem ihr euch hier befindet. Aber es gibt auch hier jetzt auf der PlayStation noch ein paar Spiele. Die habe ich angefangen zu spielen und das sind Titel, die ziehen sich. Sprich, da, selbst wenn man da noch nicht weit ist, dauert es lange, bis man da hinkommt. Jetzt überlege ich, ob ich da dann einen neuen Speicherstand erstelle und die von Anfang an Let's Playe. Oder ob ich dann auch hier so eine Art Let's Play Random draus mache. Von da, wo ich dann gerade das letzte Mal aufgehört habe zu spielen, bevor ich aufgenommen habe. Ich weiß, dass jetzt, wenn ich jetzt sage, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt oder ob ihr es ganz von vorne haben wollt, sowieso keiner antwortet, weil hier sowieso keiner zuguckt. Bis auf ein oder zwei Leute, was ich schon so mitbekommen habe. Jo, sagt Bescheid. Ja, eigentlich ist es besser, dann komplett zu spielen. Aber ich meine, der Kanal ist klein. Und ihr merkt es ja, ich gebe mir schon Mühe und stecke viel Arbeit und Zeit rein. Und so Spiele, also von den Spielen, von denen ich jetzt rede, die benötigen einfach Zeit. Und ich muss halt auch irgendwo als erwachsener Mensch mir überlegen, Zeit ist Geld, soll ich jetzt wirklich für vielleicht einen Zuschauer das ganze Ding nochmal durchrobben von vorne? Wobei ich halt auch immer wieder sage, ich mache es ja nicht für den Erfolg oder für das Geld hier, sondern weil ich einfach ein Zocker bin und gerne spiele. Ja, aber das ist mir hier gerade so durch den Sinn gegeistert und ich muss ja auch ein bisschen kommentieren. So, das Gebäude ist übrigens leergefegt. Gehen wir zum nächsten. Deswegen würde ich es gerne mal wissen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, von welchen Spielen ich rede, das wäre dann zum einen Event Horizon Down oder wie das heißt. Event Horizon? Nein, wahrscheinlich nicht. Horizon Zero Dawn wahrscheinlich. Ja, da bin ich, boah, ich weiß nicht, auch noch nicht so weit, aber schon weit genug, dass es anstrengend wäre, nochmal bis dahin zu spielen, wo ich bin. Und natürlich Death Stranding. Und da bin ich wahrscheinlich auch noch nicht so weit, aber halt auch schon recht weit. Ihr wisst, das zieht sich auch oder es ist halt ein langes Spiel. Ja. Ich könnte dann auch direkt jetzt noch ein bisschen über Death Stranding weiterreden, weil die Krit also die professionellen Reviews waren alle gut, aber so durch die Blume hieß es ja immer bla bla. Langweilig und so. Aber ich, als ich es nur als Zuschauer im Internet in Reviews und Streams gesehen habe, da würde ich sagen, ich teile die Kritik, aber seit ich dann die PlayStation 4 habe und das Spiel selber habe und angefangen habe zu spielen, jeden ein, zwei Tage immer ein Stündchen und so, dann hat es mich doch recht schnell gefesselt und ich sehe es jetzt etwas anders. Ich sehe es jetzt einfach so, jedes Spiel hat seine Core-Mechanik. Hier in The Last of Us macht man auch nichts anderes, als durch die Gegend laufen und looten und shooten und schleichen. Und in Death Stranding ist man halt, ja, Express-Kurier mit Stealth und ein bisschen leveln und so. Und ich finde, das ist auf jeden Fall schon geil, wenn man so ein bisschen Bock auf Cargo und so hat. Dann kommt man da auf jeden Fall auf seine Kosten und es steht anderen Spielen von dem gewissen Herrn Metal Gear Solid eigentlich in nichts nach. Und ich habe auch Bock weiter drauf zu spielen und ich würde mich auch freuen, wenn es einen zweiten Teil gibt. Aber wie auch immer, genug gelabert. So, wir gehen, wir sind von da hinten gekommen, dann gehen wir, hier geht's nicht rein. Gehen wir mal hier in den Pool. Und was dieses Let's Play Random hier auf Let's Jay angeht, ich werde mir einfach noch mal ein paar Gedanken machen. Aha, man soll sich duschen, bevor man in den Pool geht. Voll Japano-Style.
Ist aber nicht verkehrt aus Hygienegründen. Kann man eigentlich jedem nur ans Herz legen. Und das auch, wenn man die heimische Badewanne benutzt, anzuwenden. Aber ich weiß, in der westlichen Welt wird das kaum einer tun. So, schön designter Pool. Kommt glaubwürdig und dreckig rüber. Deswegen springen wir da nicht rein, da fühle ich mich ja extrem dirty. Aber wir gehen mal kurz runter, die Treppen da. Zumindest mal gucken. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da irgendwas gibt, wenn man reintaucht, aber. Nein. Nein, nein, wir sind eine feine Dame. Das machen wir nicht. Gut. So, das ist hier dieses Bluthaus. Und das heißt garantiert nichts Gutes, wenn hier schon so eine Blutspur ist. Ja, du darfst ruhig die Pumpgun benutzen. Du musst nicht automatisch auf die Pistole switchen. Kommt gleich irgend so ein Zombie-Motherfucker. Ich meine natürlich ein Infizierter. Man wird mich wieder voll erschrecken. Pillen, oder? Yeah. Mal her mit dem Stoff. So. Auf geht's. Oh, wie schön. Oh oh. Das habt ihr auch gehört, oder? Ah, der Lauschmodus hat auch schon mal besser funktioniert. Okay. Boah, Alter. Ich sag doch, dieser Sunny Boy erschreckt mich hart. Hast du ihn? Ich wollte gar nicht Ja. so weit vorgehen. Shit. Mein Herz rast. Ja, Meins meins auch. auch. Ja, wir alle drei. Ha, wir sind ein gutes Team. Ey, ich bin hier voll über die Leiche geglitscht. Ich wollte hier nur so kurz dran. Dann hat die diese Animation ausgeübt, dass sie da drüber humpelt. Dann habe ich hier vorne den Trigger ausgelöst und der Typ kam. Fuck. Aber vielleicht ist da noch einer. Goal. Ach ja, die Sonne kommt hier durchs Fenster rein. Echt eine sehr gemütliche Atmosphäre, though. Oh, ja, doch, den können wir tauschen. Mein MC Hammer, der ist ja schon fast down. Dann können wir den vielleicht auch direkt modden. Ja, wir haben die Tools zum Modden. Geil. Jetzt haben wir einen richtig guten Basie hier. Oh, jetzt kann ich auch wieder Klebeband nehmen. Ah, das hat sich doch gelohnt, hey. Ich glaub ja. Nein, ich glaub's nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dass hier noch ein Infizierter rumlungert. Der alte Lurchi. Gut. So, dann gibt's hier auch nichts mehr. Gibt's hier noch ein Dachgeschoss? Nein. Alles klar, dann haben wir das hier auch. Keller gibt's, glaube ich, auch nicht. Nö.
Fein, fein. Und wieder ein Raum. So, jetzt nach rechts oder nach links. Hier hinten ist auf jeden Fall so ein... Wie nennt man diese Billighotels? Halt nicht so ein richtiges Hotel, aber so ein Hotel. Und hier hinten ist dann... Wohnapartments. Checken wir erstmal die ab. Hoffentlich kommen nicht die Wolves. Okay, hier ist auch... Das beschäftigt mich. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Ja, verkackt. Das ist ihr Fehler. Rache ist süß. Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, das sieht aus, als könnte man da rein. Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Logo. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Ja. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Tommy, der alte Tomhänger. Tja, das wird noch ein krasses Ding. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn am Ende von diesem Spiel... so ein Cliffhanger-Teaser kommt für den dritten Teil. Der kommt dann wiederum auf der PlayStation 5. Krass, Mann. Hey, sieh dir das an. Aha. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Aha, die Wolfs... Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Denk ich auch. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Sehr gute Frage. Okay. So, da hinten geht, glaube ich, auch nichts, aber wir schauen mal. Nein. Dann gehen wir mal durch die Seitenstraße. Okay, da kann man auch rein. Aber wir gucken mal, ob da nicht auch von der anderen Seite ein Eingang ist. Wir können ja nicht einfach so in fremdes Eigentum einbrechen, nicht wahr? So. Dann sind wir hier bei diesem Billighotel, wie ich es liebevoll genannt habe. Erstmal unten checken, dann oben checken. Von links nach rechts. Im Uhrzeigersinn und los.
Okay, von der anderen Seite rein. Hier gibt's nichts. Wo haben die einen großen Fernseher hier in dem Billigschuppen? So, Trick 17. Ist da echt nichts drin? Nein. Okay, aber... Ja, ich meine, ja gut, ja. Da gibt es dann halt nur das bisschen Zeug da und davon haben wir schon genug. Okay. Okay, hier geht's wohl weiter. Ja, aber da wollen wir noch gar nicht lang. So, kann man da hoch? Es sieht so aus, aber irgendwie halt auch nicht. Es ist sehr still und sehr ruhig und sehr versperrt alles. So, hier könnte ich wohl auch runter. Oh Mann. Dann wird es ja das Gebiet hier immer größer. Ja, soll mich nicht stören. Umso mehr haben wir zu erkunden und zu erleben und zu tun und Freude und ja. Hey. So, hier kann man doch auch hoch, oder? Nein. Zumindest nicht, wenn man... Ah, doch. Oh ja. Was hast du damit vor? Ach. Steckt fest. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Quasi so, ja. Danke. Und was willst du jetzt damit tun? Also wahrscheinlich da in den Zaun, aber ich sag dir, hier geht auch noch was, Timmy. Bin gleich zurück. Bin gleich wieder da. Ich halte Wache. Jo, halt mal Wache, Mann. Okay, wird erledigt.
Boah, was ist das? Verdammt, was ist das? Ja. Eine Art Bombe? Cool. Sehr schön gemacht. Eine Art Mine. Haftmine. Self-made man. Ja, da müssen wir natürlich mal eine basteln. Sprengfalle, nee, wobei. Nee, lieber noch ein paar davon. Wir haben ja eine Sprengfalle, das ist ja. Alright, okay, man. Boah, volle Munition, Mann. Soll ich mich freuen oder ärgern, dass wir die Munition jetzt nicht mitnehmen können? Boah, noch mehr Pillen, jawohl. Gut. Hat es sich gelohnt? Ups. Ja. Gute Ausbeute. Toll, dass das einfach weggerollt. Ich glaube, ich muss das gar nicht dahin schieben, oder? Ah, vielleicht doch. Sieht so aus, als könnte man da auch so drüber. Aber keine Ahnung. Schieben wir es einfach mal hin. Zack, so. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Mal sehen. Ja, da hat man echt die Qual der Wahl. Wo soll's lang gehen? Die Qual der Wahl und wieder zurück. Oh, ist das ja eine Feuerwache? Kann man hier rein? Zugemüllt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch hier einen kleinen Schnitt und bereiten schon mal ganz locker und flockig die nächste Folge vor. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen hier auf Let's Chain mit dem Let's Play The Last of Us Part 2. Ach du Scheiße, was ist das? Da hinten, schaut euch mal den Motherfucker an. Den hab ich gar nicht gesehen. Okay, dann machen wir das jetzt so. Danke fürs Zusehen. Hier auf Let's Play. Lasst mir ein Abo da, kommentiert, abonniert. Ja, und einen Daumen hoch. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.